willkommen zu einem Vlog. Nicht wundern, eigentlich habe ich dies, was ich jetzt gerade sage, schon mal aufgenommen, aber da meine Kamera keinen Bock hatte, ist das alles weg und gleich werdet ihr dann einfach mitten ein Video reingepackt, nachdem ich hier jetzt fertig bin. Was habe ich in dieser Aufnahme gesagt? Das war einfach nur, dass längere Zeit für mich kein Vlog mehr kam, weil ich aktuell momentan ziemlich viel um die Ohren habe und etwas passiert ist, was nicht gut ist, und das habe ich alles auch schon in einem Infovideo gesagt. Ja, falls ihr es gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich Bescheid und so weiter. Ja, daraufhin habe ich dann gesagt gehabt, dass ich vor 2 Wochen ein Turnier hatte, da bin ich 10. von 24 gewesen, weil ich 2 Siege hatte. Leider eine Niederlage, was logisch ist. Und dann war letzte Woche ein Treff einfach nur. Und dort habe ich mir dann mal die Kisten vorgenommen. Und zwar gibt es so Kisten, die, ja, wo man Karten raussuchen kann. Und jede Karte würde 10 Cent kosten und so weiter. Und da habe ich mir ein paar Karten rausgesucht, die zeige ich euch gleich. Vorher noch zeigen, was ich im letzten Turnier gewonnen habe. Das war nämlich eine Nyancat Kartenbox. Die habe ich jetzt aber nicht mit. Merkwürdigerweise ist mir das jetzt erst eingefallen, als ich aufgenommen habe. Normalerweise hätte ich das zeigen können. Tut mir leid. Stattdessen habe ich dazu noch ein Turn and Bank 3 bekommen, was ich nicht brauche. So, Karten waren Verdammungsschamane, seltener Fisch und eine Super Rare Ruf der Mumie. Bis auf die Mumie ist alles scheiße. Weil Ruf der Mumie kann man immer gebrauchen. So, und jetzt noch die Karten, die ich mir rausgesucht habe. Das ist natürlich nur ein paar Karten. So, Märchenschweift Schläfer. Die ist eigentlich vom Kartenbild her, ist die ganz süß. Effekt ist aber eher so, wenn eine Zauber- oder eine Fallenkarte, eine normale, wohlgemerkt, aktiviert wird, kann man, muss man eine Karte als Tribut anbieten und dann eine Karte, dann wird der Effekt zu wähle ein Monster, also ändere ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, in die verdeckte Verteidigungsposition. Das ist ja ein Flip-Effekt, das heißt, sie kommt wieder verdeckt, wenn sie das einzige ist. Ja, leider habe ich sie nur an, leider bringt sie in meinem Tristron-Deck nicht. Ich hatte sie kurzzeitig in Planung gehabt, aber dann dachte ich mir, der Effekt bringt bei mir nichts. So, das Lichthex versiegelte Fusion, eine gute Karte, um Fusion zu machen, bringt leider meinem Deck nichts. Eine Kamen Cyberdrache Karte, nice. So, dann noch Mila die Zeitzauberin, ich fand sie jetzt wegen dem Bild ganz cool, ich weiß nicht, das sieht man jetzt nicht so gut. Ja. So, nicht wundern, hier ganz rechts, also so ganz rechts ist jetzt ganz viel Sonne, deswegen nicht wundern, wenn das jetzt hier ein bisschen vertauscht, verschoben wurde. So, dann eine Traptix Nefentis. Ich fand es wegen dem Kartenbild ganz cool und ja. Dann habe ich mir Lucky Herr der Asen geholt. Natürlich rufe ich ihn nicht, aber ich fand das Kartenbild ganz cool und ich wollte sowieso die nordischen Götter mal haben, also Thor, Loki und wie ist der andere nochmal? Odin. Ja, die wollte ich schon immer haben und ja, jetzt habe ich schon mal Loki. So, dann habe ich mir einen schwarzgeflügelten Drache geholt. Ja, coole Karte als Kamen auch noch, ist auch ganz cool. So, und jetzt wird gleich das Video beenden. Und nachdem ich euch diese Karte hier gezeigt habe und weiter zu der Karte, sage ich jetzt nichts. Also, bis gleich. So, leider mitten im Kartennamen Akku leer gewesen. Keine Ahnung wieso. Ich muss gerade selber lesen. Super Anti-Kaiju-Kriegsmaschine Mechadogoran. Ja, kann ich specialen. Falls mein Gegner ein Kaiju-Monster besitzt, also kontrolliert, dann darf man es von der Hand beschwören. Und ich kann nur ein Kaiju-Monster kontrollieren. Einmal pro Spielzug kann man 2 Kaiju-Zellmarken von irgendwo auf dem Spielfeld entfernen. Und dann mit einer Kaiju-Monster-Ausriss von deiner Hand oder deinem Friedhof aus. Und diese Karte erhält Attacke in Höhe der Summe aller Kaiju-Monster, mit denen sie durch diesen Effekt ausgerüstet ist. Okay, ich verstehe den Effekt nicht. Ist aber egal, ich habe die Karte einfach nur genommen, weil das Kartenbild sah cool aus.
So, das waren natürlich aber nicht alle, glaube ich. Das waren wenige nur, weil ich hätte ungefähr 17 Karten geholt und das waren jetzt nur, keine Ahnung, 5, 7, 8. Ja, aber das zeige ich euch nämlich in den Decks, die ich aktuell baue. Da sind nämlich auch die Karten drin. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Stapel. Also leider ist es wirklich ein Stapel hier. So ein Stapel habe ich. Nein, das waren nicht die ganzen Booster, die ich gewonnen habe. Im Endeffekt hatte ich nur zwei Booster auf dem 11. Platz gewonnen. Also in diesem Turnier, also am Dienstag diese Woche, habe ich nur diese zwei Booster bekommen aus Generation Force und halt wieder ein blödes Tournament-Pack. Ich brauche die nicht, ganz ehrlich, ich brauche die nicht. Das sind so viele Kackkarten drin, die ich nie in meinem Leben in Decks benutzen werde. Ganz ehrlich, da ist tatsächlich, ja, ich brauche davon absolut nichts. Aber jedem das seine. Ich wundere mich gerade, was meine Kamera macht. Die macht immer so ein Bit. Ich verstehe nicht wieso, aber schauen wir mal. Jedenfalls habe ich wenigstens das Eintrittsgeld raus. Ja, mein erster Gegner spielte BA. Das war leider das längste Duell in dieser Runde. Wir haben auch tatsächlich nur eine einzige Runde geschafft, da er mich nicht angreifen konnte und ich konnte ihn nicht angreifen. Das lag daran, dass er eine Beatrice hatte und ich kam, da ich nur, und ich wiederhole wirklich, nur Scheiße gezogen habe, kam ich nicht über 2,8. Und er hatte meinen Phönix leider blockiert, sodass ich diesen auch nicht zerstören konnte und einen Ersatz holen konnte. Das ärgerte mich ein bisschen. Also er hatte diese komische Falle, die den Effekt annulliert und naja, sobald sie zerstört wird, ja, dann wäre ja der Effekt natürlich normalerweise aktiviert worden, aber da diese Karte das verhindert und das nicht erst vom Friedhof aus passiert wäre, ja, schade eigentlich. Deswegen konnte ich nicht wirklich viel Ersatz spielen. Hätte noch mein Infinity spielen können, aber das war es dann aber auch. Ich hatte leider auch einen blöden Misplay, weil ich dann vergessen hatte, dass ich den Rümpelkreuzzug hatte, sodass ich Beatrice eigentlich schon links wegschmeißen konnte und sein Feld übernehmen konnte. Das hatte ich dann auch in dem Moment wirklich nicht gemerkt. Das ist halt so ein blöder Misplay gewesen. Da habe ich einfach vergessen. Naja, aber er hätte ja sowieso wiederholen können, denn er hatte einen Dante auf dem Spielfeld gehabt und naja, so wäre sie wieder da gewesen. Und ja, das war dann ganz blöd. Ich hatte am Ende noch 300 Lebenspunkte und er hatte 8000, da ich ihn wie gesagt nicht angreifen konnte oder irgendwas zerstören konnte. Das war auch richtig nervig. Ja. Das war so ziemlich bitter, dass ich dann erste Runde verkackt habe. Zweite Runde war gegen einen Spieler, bei dem ich mich tatsächlich gefragt habe, seit wann spielt er Yu-Gi-Oh? Denn der Typ spielt ein 60-Karten-Deck. Normalerweise denkt man Infernoids, Palazuic oder Zodiacs oder sonst irgendwas. Dieser Kollege hatte einfach mal 20 Opfermonster, Tribut 7 Sterne, 8 Sterne, also der schwarze Magier, Rotauge und wie sie noch alle heißen, und hatte gerade mal 6 4-Sterne-Monster. Also 4-Sterne-Monster, 6 4-Sterne-Monster, von denen er schon mal zwei auch nicht rufen konnte, da diese erst ein entferntes, also ein Finsternis- oder ein Lichtmonster vom Friedhof entfernen muss, damit man die specialen kann, dass diese Licht- und schwarzer Drache, da, dunkler Drache, ich habe die selber, die gab es in diesem Synchro Extreme Deck. Eigentlich ganz coole Karten, aber sechs normale Monster, so dass er absolut nichts machen konnte. Das heißt, beide Duelle saß ich dort eigentlich und ja, im Grunde musste ich gar nichts machen und ich hätte schon gewonnen. Zudem hatte er auch noch zwei verbotene Karten, er hatte Wiedergeburt entdeckt, das war auch ganz geil. Habe ich natürlich erst gemerkt, weil ich ihm gesagt habe, ich schau mal dein Deck an, weil ich finde ja sowas bescheuert, wenn man spielt und der Spieler
spielt nichts. Ich meine, ich nehme ja an diesem Turnier teil. Erstens natürlich, um zu gewinnen, ist ja klar. Aber zweitens, um sein eigenes Deck zu herausfordern. Ne? Das heißt, dass man gegen starke Decks spielt und sich dann ja, eine Herausforderung hat. Ne? Ich bin ja auch jemand, der sucht immer Herausforderungen und mit einem Crystron, weil das eben niemand spielt, versucht man natürlich starke Decks zu besiegen. Und wenn man dagegen einen Kollegen spielt, der tatsächlich nur ein, zwei Karten verdeckt spielt, ne, nur Zauber- und Fallenkarten, und dann ist das Feld leer. Ne? Oder auch ein Misplay gemacht, der hat diesen Drachen gespielt gehabt, aber konnte ihn nicht spielen, weil er ja vorher was entfernen musste. Deswegen, das ist... das war schon sehr strange. Deswegen, ja, 2-0, ganz locker war das. Ja, mein dritter Gegner, und da muss ich sagen, da hatte ich aber auch ziemlich viel Glück. Nämlich, ich habe gegen das neue Dino-Deck gespielt. Also, ne, dieses Deck hier halt, das ist ja momentan top. Das spielt jetzt absolut jeder. Und auch bei uns spielt das jetzt jeder. Da sind die Zodiac-Karten ein bisschen in... im Rückzug, das heißt, jeder aktuell spielt mit Dinos und naja, nicht jeder, aber sehr, sehr viele spielen damit. Und so hatte ich auch in der dritten Runde hatte ich auch ein Dino-Deck. Gott sei Dank nur ein klassisches Dino-Deck, also natürlich mit ihm. Ohne die True Dracos, die jetzt mit Maximum Crisis rausgekommen sind, die wirklich übertrieben sind. Ja, er hat sehr viele, in der ersten Runde hat er sehr viele Misplays gemacht, aber er hatte zwei Bossmonster, also diesen Ultimativleiter Tyranno. Und ich hatte wirklich nur Glück, dass er durch diesen Effekt die Spielmarke verdeckt hatte. So hatte seine untergegangene Welt keinen Sinn mehr. So konnte ich seine ganzen Karten anvisieren und mit meinem Infinity konnte ich dann beide Ultimativleiter zerstören. Den einen habe ich den Effekt verhindert und beim zweiten habe ich den einfach eingesaugt und so konnte ich dann rüberrennen und ja, da hatte der Gegner eben komplett verkackt, weil er auch komplett Scheiße gebaut hat, muss man wirklich sagen. Zweite Runde, ich habe mich natürlich auf die Ultimativleiter Tyranno vorbereitet. Ich habe meinen Lava Golem reingepackt, um halt seine Monster notfalls zu opfern. Ja, auch hier hat er so ziemliches, ja nicht Misplay gemacht, aber da ich seine untergegangene Welt, beziehungsweise, er hat es ja komplett verhindert. Er hat ja schon wieder den Effekt von Ultimative Leiter, dieses Boss-Dino-Monster aktiviert und schon ist die Spielmarke verdeckt. Und sobald die verdeckt ist, ist der Effekt von untergegangene Welt nicht mehr, ist nicht mehr da. Und so konnte ich einfach mal alles vernichten. Ne? Und so konnte ich ihn dann auf... 5-6, nee, der hatte nur noch 1500, da brauchte ich nur noch mein Tisvern spielen und da konnte ich alles Notwendige von ihm auf dem Platz vernichten und somit hatte ich Spiel 2 ebenfalls gewonnen, weil, ja, er einfach Fehler gemacht hat. Ne, das war dann ganz lustig, dass ich gegen das neue Dino-Deck dann mal gewonnen hatte, aber ich muss wirklich zusätzlich sagen, es war sauknapp. Das Einzige, was mich dann daran auch noch mehr geärgert hat, ist einfach, dass diese Person, gegen die ich dann gewonnen hatte, auch noch die Matte gewonnen hatte. Deswegen, das ist bei uns immer so das Gang und Gäbe. Erstplatzierter kann sich was aussuchen. So, vor dem zweiten wird gewürfelt, damit halt auch die hinteren eine Chance haben, größere, schönere Preise zu bekommen. So, da wurde ein Kumpel von mir gewählt, mal wieder irgendwie so. Also so zwei Kumpels da von mir, also ja, eigentlich so vier Kumpels. Die haben entweder, wenn sie nicht selber auf dem ersten sind, ne, dann werden sie ausgewürfelt. Das ist echt ganz lustig und merkwürdig. Ja, und dann halt zweiter Platz und dann dritter Platz kam dann halt der Spieler, gegen den ich gewonnen hatte. Und der hat sich dann die Matte geschnappt, was ich natürlich sehr schade finde. Und für mich hat es merkwürdigerweise nur für den 11. Platz gereicht, was richtig merkwürdig ist. Also mit 6 Punkten nur 11. und so spät, beziehungsweise so langsam war ich gar nicht. Duelle sind eigentlich immer sehr schnell abgeschlossen gewesen.
So, jetzt habe ich aber so viel gequatscht von dem Turnier, dass ich euch ja natürlich auch noch die Karten präsentieren muss. So, da ich jetzt aber sehe, dass da nicht mehr viel Speicher auf meiner Kamera ist, muss ich kurz einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt zeige ich euch die Karten, die ich dieses Mal hatte. Das war ja die Japaken. Die Japaken. So, Karten waren Cyberdrache, dann Hecatrees, so, sagen wir so, Self-Metal Force, Mismutrichtung, finsterer bewaffneter Drache aus dem Structure Deck, Chemiewiesen, Oxy-Ox, Aufgeh-Kuribo, noch ein Aufgeh-Kuribo, noch ein Aufgeh-Kuribo, Zur, habe ich ein ganzes Play. So, Künstlerkumpel Robin-Aal, der ist eigentlich nicht so schlecht, aber ich brauche ihn nicht. Kuscheltier Scharf, habe ich dreimal. DD Personalabteilung, Cyber-Zwillingsraptor zweimal, Künstlerkumpel ausgeflipptes Nilpferd auch zweimal. Weltall-Dragster, gut, den brauche ich ebenfalls nicht. Also eigentlich sind das Karten, die ich nicht brauche. Coolen Yoko-Tuner in Rare, also in Super Rare, was ich ganz cool finde, ist ja aus der Voredition von Rampage Tempest. So, noch ein Yoko-Tuner, kann man immer gebrauchen, die Karte. Ich habe meine ja weggetauscht, weil ich die in meinem Deck nicht mehr brauchen konnte. Ja, Sicherheitseinheit, noch eine Self-Metal-Wismerrüstung. Zwillingsraptor, Finsterer Graver, Raubpflanze, Tintentau zweimal. So, und jetzt kommen wir zu den Boostern, die ich gewonnen habe. Also die Karten, die da drin sind. Natürlich sind ja nur Karten drin, die ich nicht brauche. Also wieder der seltene Fisch, den haben wir ja hier vorne schon liegen. Ein Cypher-Soldat, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur spielen wenige mit Kriegermonstern. Und dann, aber auch nur dann ist der gut, sonst nicht. Und halt Feuerritter nachladen, die wiederum ist nicht so schlecht, aber ich spiele keine Feuerritter. Sonst könnte man die ja aussuchen. Und jetzt aus Generation Force, Maskenwechsel, habe ich auch endlich mal eine Karte. Ja, Poseidonwelle ist nicht so schlecht, aber sie bringt in meinem Deck leider gar nichts. Ja, Goblinburg, der ist sowieso ganz nice. Ja, Hacken bringt nichts. So, meine Rare, Meereslanzenträger, gar nicht mal so schlecht die Karte, aber bringt nichts in meinem Deck. Ich rede jetzt von meinem Christron-Deck. Ja, Elemental Blitz, Computerbug Z, verdammenswerter Puppenspieler, Achacha Bogenschütze und Kampfwalzer war meine umgelegte Rare. Ja, ich hätte gerne den Ringbogendrachen gehabt, aber ja, den haben andere leider schon weggeschnappt. Schade. Ich hätte gerne den Ringbogendrachen gehabt, einfach nur so zum Zeigen, weil der ist cool. So, und jetzt zeige ich euch die Karten, also Decks, an denen ich aktuell am Bauen bin. Das war ja das sogenannte Special heute. Ja, die Sonne kommt immer näher. Oh mein Gott. Das ist so heiß jetzt meine rechte Hand. So, ja. Kommen wir zu dem Deck, was ich aktuell aufbaue. So, nämlich ein Sternritter-Deck. So, habe ich natürlich die Super Rare Sternritter-Entstehung. So, dann Fix Stern Ritter Capella, noch einen, die habe ich beide aus der Box geholt. Dann Altair, ohne den funktioniert das Deck nicht. Und drei Playset Vega und drei Playset Unokalhai. Ja, das war es aber auch schon. Mehr habe ich gar nicht von den Fixsternrittern. Schade eigentlich. Aber die sind halt schon relativ noch beliebt. Aber ich finde deren Effekte immer ganz cool und deswegen wollte ich gerne mit so einem Deck auch mal spielen. Naja, ich finde es, wie gesagt, ich finde es geil, das Deck. Ja. So, jetzt ein Deck, was schon Bestand hat. Also nicht wirklich Bestand, also das habe ich jetzt auch natürlich aus spezifischen Gründen gesammelt. Magier-Deck, dunkles Magier-Mädchen aus der allerersten Edition. Das war aus dieser Magician Force. Ja, dann noch eins aus dem Legendary Deck. Ja, Kamen und halt die Valkyrie des Magiers war ja eine Promokarte aus einer Tinbox. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. So, die beiden waren dann natürlich. So, dann habe ich noch Dunkles Magiermädchen einen anderen Design. Dann Zitronenmagiermädchen. Ich suche momentan die Magiermädchen, so welche. So, noch ein dunkles Magiermädchen aus dem gleichen Set. So, dann aus dem neuen Deck, also aus der neuen Booster-Edition, dunkles Magiermädchen. Und noch, und den Goldrare, also ich wollte die unbedingt haben, deswegen.
So, und jetzt kommen wir zu dem Playset, was ich aktuell in dem Magier-Deck habe, aber jetzt nicht wirklich spielen werde. Dunkler Magier, noch ein dunkler Magier und noch ein. Also ich sammle natürlich die verschiedenen Formen, ist ja logisch. Ja, Magier ist Chaos, noch ein Chaos, Schatzmagisches Ritual. Ja, ich meine, die Karten kann man sich jetzt, denke ich mal, denken. Ja, Zauberer der Dämmerung und Illusionsmagie. Das sind so Karten, die ich gerne mal benutzen möchte. Also ich habe vor, sowas als Deck mal zu benutzen. Mal schauen, ob es klappt. So, muss ich natürlich alles weglegen. So, dann kommen wir zu dem Geistungeheuer. Geistungeheuer Avatar aus dem Rampage Tempest war das jetzt. Geistungeheuer Rückkehr, habe ich auch Playset. Dann Geistungeheuer Ulti Petalfin, kennt glaube ich jeder noch aus dem, ich glaube ich habe sie gezeigt. 25 Cent nur. Ja, und dann zwei Geistungeheuer Avatar Rampingo. Die waren für 10 Cent. Ja, das ist, also ich fand die wegen dem Kartenbild ganz cool. Eventuell wollte ich daraus auch ein Deck bauen. Wie gesagt, das ist jetzt eher so aus provisorischen. Mal schauen, ob es klappt. So, jetzt kommen wir zu den Karten, die ich eigentlich nie zeige, nämlich den Zodiacs, die ich besitze. Es sind nicht viele. So, natürlich den Zodiac Eberbogen. Dann Rapier, der ja auf 2 gemacht wurde. Zufälligerweise habe ich nur 2. Ja, Rambok. Hassbüchse, 2-mal, so Sternbild, 3-mal und Zodiac Combo, 3-mal. Das sind so ziemlich die Zodiac-Karten, die ich mitbekommen habe. An sich will ich auch gar keinen Zodiac bauen, aber naja, man wünscht sich schon ein bisschen besser zu ziehen, weil den Drachzack würde ich schon gern mal haben, weil ich finde das Kartenbild ganz cool. Jetzt nicht, um sie zu spielen, weil jetzt durch die Dinos ist es sowieso fertig, zu Ende. So, dann habe ich noch ein paar Necros-Karten. Necros von Katastor, großer Zauberer von Necros und Shurid, Stratege der Necros. Necros fand ich auch ganz, finde ich ganz interessant. Ob ich daraus ein Deck bauen werde, ist aber auch eher fraglich, weil Necros sind ja an mir vorbei jetzt gezogen eher. So, jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was ich ganz cool fand. Das waren nämlich die Arkane-Machtkarten. Ich habe jetzt Arkane Macht 0. Arkane macht 1 der Magier, Arkane macht 3, Arkane macht 4 der Kaiser, Arkane macht 6 die Liebenden, Arkane macht 7 der Streitwagen, Arkane macht 14 die Mäßigung, Arkane macht 18 der Mond, Arkane macht 21 die Welt und Arkane macht 6 der helle Herrscher. Ja, das sind so die Arkane Machtkarten. Ich wollte früher immer so ein Deck bauen und jetzt habe ich ein paar mehr Karten davon, vielleicht wird es ja mal was davon. So, ich würde sagen, ich beende den Part und zeige euch dann im nächsten Part weitere Karten, die ich hier als Themendeck habe. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Yu-Gi-Oh! Vlog. Bis dann, haut raus und ciao!